Ja, liebe Freunde von Walzer Kanal, liebe Follower und Freunde der einfachen Angelei. Ihr seht hier, ich habe gerade ein bisschen Spots geguckt, wo ich die Routen hinlege. Die Routen habe ich schon soweit aufgebaut. Ja, wir haben einen Plan, wie immer. Nicht immer planlos, nein, diesmal haben wir sogar einen Plan. Und zwar wollen wir eigentlich auf Zander angeln. Wir angeln mit kleinen Köderfische am Grund, haben verschiedene Montagen. Ja, wir können hier mit 4 Routen fischen, weil der Kameramann zählt auch als Angler, ne? Und ja, wie gesagt, Ziel ist hauptsächlich der Zander. Oftmals um die Jahreszeit, wir haben Mitte Januar hat man oft das Problem, die großen Hechte, die sind so voll leicht, alles drum und dran, die nehmen auch schon mal gerne kleine Köderfische. Also rechnen wir auch mit größeren Hechte, angeln deswegen auch ein bisschen stabiler. Große Barsche sind immer wie immer möglich, ne? Die sind auch kurz vor der Laichbereitung und so einen kleinen Köderfisch lassen die auch nicht liegen. Also auch alles ist möglich, aber der Hauptzielfisch ist ein Zander. So, und das probieren wir gleich mal, einen großen Zander zu fangen. Mehr dazu seht ihr nachher nach dem Intro. So, ich gehe jetzt werkeln. Der Zander kann schön den Fisch vom Kopf aus nehmen. Biss. Ja klar. So Leute, live dabei, wir haben schon den ersten Biss. Schau mal, was für ein Trümmer. Lecko funny. Oh Leute, wir haben einen Biss gehabt. Alles ein bisschen länger gedauert. Oh, da kommt eine schöne Mutti an. Ja. Da geht er hin. Hat schon viel mehr Freilauf gezogen. Aber wer ist da dran? Alles läuft da. Ein richtig abgeranzter alter Ritter. Ja, wie seht ihr, die Routen stehen schon. Und klar, wir haben ein bisschen Zeitdruck. Wird schon fast wieder dunkel wie im Winter. Mal eben kurz die Spots, die ich fischen möchte, die ich ausgesucht habe. Ich kenne den See ganz gut durch Bootsangeln hier und weiß, wo die Kanten sind. Also ich habe hier vorne 2 Routen mit monofiler Schnur. Die möchte ich nicht auf großer Distanz fischen, damit ich einen Anschlag vernünftig durchkriege. Die lege ich hier vorne direkt auf die erste Kante. Nicht tiefer wie 6-7 Meter. Aus dem Grund, die Trommelsucht bei Zandern ist auch klar, wenn ich dann auf 10-15 Meter angeln und ich habe einen Fisch drauf, den ich nicht mitnehmen kann oder möchte, ist er fertig. So, deshalb versuche ich immer so auf Kanten maximal 6, höchstens 10 Meter zu bleiben. Und dann drille ich auch halt sehr vorsichtig. Die beiden Routen, hier hinten gibt eine lange Sandbank raus, die ist so 6 Meter tief, fällt ab auf 14 Meter, nach hier auf 10 Meter. Und da lege ich die Routen einen oben drauf und einen vorne an der Kante. Das heißt, wir fischen oben auf dem Plateau, wir fischen vor dem Plateau, wir fischen hier vorne zweimal Kante. Da wir auch über Nacht bleiben und die Zander nachts auch gerne mal zu Ufer kommen zum Rauben, wenn sie denn rauben, haben wir alle Bereiche abgedeckt. Und wie gesagt, alter Trick ist eben halt, wir haben jetzt den Vorteil, dass der Kameramann auch mit 2 Routen zählt. Wir können mit 4 Routen natürlich ein bisschen absuchen und ausprobieren. Könnt ihr aber auch, wenn ihr einen Angelkumpel dabei habt, ihr dürft mit 2 Routen fischen, mit 2 sind 4 Routen. So, legt raus, macht jeder eine andere Stelle oder einen anderen Spot anfischen und ihr seht ja, wo es läuft. Wie gesagt, wo einmal ein Zander gebissen hat, kommt meist noch der zweite, weil Zander sind meist in Trupp unterwegs. Ja, wir machen jetzt mal weiter. Wir kommen nachher nochmal drauf zurück zu den Montagen. Erstmal müssen wir sehen, dass wir Angeln reinkriegen, versuchen irgendeinen Fisch zu fangen. Und wenn wir das geschafft haben, dann melden wir uns gleich wieder und zeigen euch noch ein bisschen mehr, wie wir so vorgegangen sind mit den Rigs und alles drum und dran. Also bleibt dran, wir gehen jetzt wieder ans Angeln. Biss. Wie gesagt, das dauert nicht lang. Ja, der nimmt den. Ja klar. So Leute, live dabei. Wir haben schon den ersten Biss. Ja, hängt. Ich glaube, da könnte ein Zander sein, ne? Die Kopfstöße. Ja, ich wollte gerade die letzte Route reinschmeißen, moderieren. Die habe ich jetzt nur um Ständer geschmissen. Da pfeift schon die erste ab. Aber aus Erfahrung, wenn der zu gut anfängt, endet das meistens richtig scheiße. Ah, ich muss mal eben rüber. Ich hoffe, der bleibt dran, aber einen Kescher brauche ich hier. Wow, ein dicker Barsch, aber was für ein Trümmer. Lecko funny. Ja, da kann man schon Barsch zu sagen. Da spare ich mir jetzt auch einen Kescher. Ein richtig abgeranzter alter Ritter. Verrückt. Ein Zander in dem Alter hätte wahrscheinlich einen Meter. Naja,
So wie das jetzt anfängt, das helfen wir lieber erstmal unsere Köderfische. Ja, ich messe ihn jetzt mal nicht, ne? So, da geht er wieder hin, der Dicke. Stinke sauer ist er. Ja, ich habe gesehen, ich musste schnell einen Fisch versorgen. Die Rute hatte ich nur auf den Ständer geschmissen. Ich habe es gerade eingeworfen und ihr habt es gesehen, ich mache die Schnur im hinteren Küchengummi, das hat einen Grund. Ich habe die Schnur jetzt leicht gespannt, mit einem leichten Zupf ist die Schnur frei und der Fisch kann abziehen und dann piept's. Ne? Also ganz simple Nummer. Jeden nachvollziehen, Küchengummi kann man überall kaufen. Man kann auch teure Bissanzeiger nehmen, aber das ist eine leichte Hilfe schon mal für Leute, die gerade einsteigen. So, und hoffen wir mal, dass ihr auch auslöst gleich. Ja, wie ihr seht, Wetter hat fürchterlich umgeschlagen. Gerade war noch Sonnenschein. Und jetzt sitzen wir hier im Schneegestöber und keine Ahnung, Mistwetter. Naja, Zelt steht, also die Nacht kann kommen. Und ja, hoffen wir, dass das nicht zu negativ ist, dieser Wetterumschwung. Und ja, mal gucken, was noch kommt. Wichtig ist ja, mal gucken, wenn wir gleich die Routen noch mal kontrollieren. Dann gehen wir noch mal auf die Montagen ein. Aber jetzt müssen wir uns erstmal retten. Erstmal, wie sagt man so schön, Lager bauen, dass wir nicht erfrieren heute Nacht. Na gut, kann ja noch einiges passieren. Ist ja noch 4-5 Stunden, bis es dunkel wird. Also, ich bin zuversichtlich. Ein Barsch haben wir ja schon. Vielleicht kommt ja noch ein dicker Zander dabei. Hauptsache schon mal stacheln. Ja, der Schneesturm gerade hat sich wieder beruhigt. Wir haben auch wirklich von alles dabei heute. Schneesturm, jetzt wieder Sonne, bewölkt. Naja, was soll man dazu sagen? Aber jetzt gucke ich gleich mal in meine Route nach hier. Ich hatte vorhin kurz einen Biss, ist kurz gezogen, dann liegen geblieben. Und ich glaube, da können wir gleich die Gelegenheit wahrnehmen. Dann kann ich euch mal eben zeigen, was wir da gezaubert haben. Und ja, da könnt ihr dann auch mal nachvollziehen, was wir hier so treiben. Naja, komm, holen wir mal eben rein. Schauen wir mal. Jo, Köderfisch ab, habe ich mir fast gedacht. Ja, ihr seht hier, eigentlich ganz simpel. Das hier ist MK, Stehaufblei. Ja, war schön, wenn man, kann man gleich mal im Wasser schmeißen. Vielleicht sieht man das in der Kamera. Der hält immer schön. Bleibt immer schön stehen. Der hält immer schön die Schnur frei im Wasser, dass sie nichts verheddern kann. Und dass der Fisch auch schön vorsichtig abziehen kann. Das ist beim Zanderangeln natürlich nicht ganz unwichtig. Dann habe ich hier einen Kevlar, der kommt eigentlich aus dem Welsbereich bei uns. Bewusst habe ich jetzt keine Hartmono genommen. Hartmono oder Fluorcarbon, weil die auch ein bisschen härter ist, wie der Name schon sagt. Und ich habe jetzt hier von Wallerangeln bei uns eine Kevlar-Schnur genommen, weil falls man Hecht einsteigt, wie gesagt, ist wenigstens ein bisschen Hecht sicher. Ja, jetzt schreien wahrscheinlich wieder ganz viele, oh, Hecht sicher, dies, das, jenes. Nein, wir sind nicht auf den Kopf gefallen, wir angeln schon ein bisschen länger. Also wir wissen schon, was ein bisschen Hecht sicher ist. Betonung nicht auch ein bisschen, nicht total. Nur beim Zanderangeln, man kann es nicht aussuchen, wenn der Hecht kommt, dann kommt er. Und da muss man halt auch mal gegenwirken und ein abriebfesteres Material nehmen. Also darum nehmen wir hier ein Kevlar-Vorfach. Ja, montiert habe ich hier einen Ornerhaken, ne, den Pointer und dann einen ganz normalen Wirbel und eine kleine Perle. So, Alternativen zu diesem Stehaufblei habe ich noch eine einzelne Tasche, habe ich nur eingesteckt, extra fürs Erklären. Haben wir noch diese Version hier mit der Korkkugel oben, ne, die gibt es auch in verschiedenen Gewichten, verschiedenen Wurfweiten, oben mit den Wirbelchen. Ist auch ganz praktisch, ne? Selber Effekt, die Schnur bleibt schön frei, der Fisch kann frei abziehen. Wenn du mal ein bisschen Schlamm hast, sinkt es ein bisschen ein, aber die Kugel bleibt oben und hält quasi die Schnur immer frei. Und das wollen wir haben, dass der Fisch immer frei abziehen kann. Ja, simpel. So, Köderfischen habe ich hier noch liegen. Ja, natürlich ist ein bisschen vollgesifft hier. Noch ein kleines Rotauge, anders wie im Fluss. Hier im Baggersee haken wir den Fisch hinten im Schwanz ein. Der Zander kann schön den Fisch vom Kopf aus nehmen, kann den schlucken und kommt irgendwann am Haken an.
Ne? Und klar, so liegt er schön natürlich auf. Der kann den erstmal nehmen, hat nicht sofort Kontakt, dass er, wenn ich in die Nase gehakt habe, hat er immer irgendwie eine Schnur dazwischen oder sonst irgendwas. So kann er den fein nehmen, kann den langsam schlucken, irgendwann kommt er am Haken an und dann sitzt der Fisch auch relativ weit vorne, ne? Wenn man Untermaßigen hat oder so. Ist nicht sofort bis zum Arsch geschluckt. Im Fluss natürlich anders, dann haken wir in die Nase, damit er sich natürlich mit der Strömung hinstellt, aber im See hake ich ihn immer hinten im Schwanz ein. So, dann habe ich vorhin gesagt, das sind die Ruten mit der monophilen Schnur. Da mache ich keine Gewaltwürfe mit. Die lege ich schön vorne an die Kante. Und mit der monophilen kriege ich dann auch schön den Anschlag durch. Die Kante hier geht direkt von 1,5-2 Meter runter auf 5. Und dann in der Hoffnung, dass da dann auch der Zander vorbeizieht. Ja. Schnur wieder einklipsen. Bügel auf. Fertig. Ja, Ruten haben wir wieder alle im Rennen. Gerade wieder der Fehlbiss gehabt. Dann haben wir euch noch ein bisschen was erklärt. Und ja, wie ihr seht hier, die Stelle, hatte ich vorhin auch schon drüber gesprochen. Hinten links ist ja eine große Kiesbank. Hier vorne eine steil abfallende Kante. Na, jetzt im Winter vielleicht ein bisschen anders. Im Sommer heißt es immer Wind auf der Kante, Fische in der Hand. Das sagen wir in Holland immer ganz gerne. Im Winter ist das gar nicht so, weil es ist jetzt hier 1-2 Grad über Null, wir gerade Schneeregen. Der Wind ist arschkalt und das kalte Wasser drückt natürlich mit dem Wind auf die Kante. So, und wie sieht das hier? Zwischendurch kommt die Sonne raus. Hier ist es ein bisschen ruhiger. Also wenn es richtig kalt ist, ruhig die windgeschützten Bereiche, wo mal die Sonne draufsteht, ausprobieren. Weil das schon mal schnell einen halben Grad oder Grad wärmer, mögen die Räuber eigentlich ganz gerne. Ja, vielleicht noch die Beißzeit. Im Winter sind natürlich die Fressphasen der Räuber relativ kurz. Ich merke es oft hier, wenn ich mit Kajak unterwegs bin und mit dem Boot oder auch von Ufer Spinnfischen. Da ist kurz, eine Stunde, anderthalb, da scheppert es richtig, da kommt Biss auf Biss und dann ist wieder wie abgeschnitten. Vorher 3-4 Stunden nichts, nachher 4-5 Stunden nichts und zwischendurch bum bum bum, 1-2 Stunden rappelt es. Ne? Natürlich beim Ansitz kann man das aussitzen. Irgendwann kommt die Beißphase, dann kommen ein paar Fische und dann ist wieder Ruhe. Und im Winter, ich glaube, die Beißphase vielleicht zweimal am Tag und dann mit größerem Abstand. Klar, das sind Kaltblüter, der Stoffwechsel läuft ziemlich langsam. Wenn sie sich dann Rotauge reingekloppt haben, braucht natürlich Ewigkeiten bei 5 Grad Wassertemperatur, bis sie verdaut haben. Im Sommer bei 14, 15 Grad Wassertemperatur geht es natürlich wesentlich schneller und fressen die Fische natürlich auch wesentlich mehr. Ein Vorteil, dass sie jetzt überhaupt noch fressen, ist natürlich, die Fische sind vor der Laichzeit, die bauen teilweise noch laich auf und die brauchen noch hier und da ihr Häppchen, damit sie natürlich nicht von den Reserven zehren müssen. Ne? Ja, zwischendurch immer mal die Ruten gerne reinholen, ne? Immer wieder experimentieren, wie ich gerade schon gesagt habe, eine nah, eine fern, eine tief, eine flach, eine ganz flach, ab und zu mal ausprobieren, einmal hier, einmal dahin, macht natürlich immer Sinn, ne? Um die Räuber auch zu finden, weil sie legen natürlich keine Riesenstrecken mehr zurück. Ne? Die liegen irgendwo, schwimmen ein paar Meter rechts, links, aber es ist nicht mehr so, dass sie, keine Ahnung, den halben See rund schwimmen, um Futter zu suchen. Die bleiben da doch eher lokal und ein bisschen ruhiger. Daher auch vielleicht ganz gut, ein bisschen ein bisschen Wasserkenntnisse, wo man fischt, dass du sagst, okay, hier sind immer die Brutfische, da sind natürlich die Räuber nicht weit. Kleiner Tipp vielleicht, wo wir angekommen sind, waren hier 4-5 Haubentaucher am Tauchen. Ich sag mal, der Haubentaucher ist das Echolot des armen Mannes. Klar, der Haubentaucher taucht nicht, weil er Spaß hat im Winter. Ne? Bei den Wassertemperaturen, der will fressen. Und der taucht natürlich da, wo er kleine Fische hat. Also immer ein kleiner Indiz oder ein kleiner Hinweis, wo viele Wasservögel sind, die Fische fressen, wie Haubentaucher oder auch unser scheiß Kormoran, sind natürlich dann auch die Brutfische und die Räuber natürlich auch nicht ganz so weit weg. Einmal so kleine Info. Ja, ich glaube, damit habe ich die wichtigsten Punkte schon wieder angesprochen. Wenn uns so was einfällt, dann melden wir uns nachher. Oder vielleicht mit einem vernünftigen Fisch. Ja, wird fast dunkel, wie ihr seht. So, 20 Minuten noch, da ist es stockenduster. Ja, jetzt müssen wir eben schnell die Ruten checken. Alles gucken, ob in Ordnung ist. Ein bisschen umlegen. Ich lege jetzt zweimal ein bisschen näher am Ufer. Vielleicht sind sie ja doch ein bisschen aktiver und kommen an die Kante entlang. Ja, wie gesagt, haben noch ein bisschen was zu tun. Bis später beim Drill. Oh Leute, wir haben einen Biss gehabt. Alles ein bisschen länger gedauert. Oh, da kommt eine schöne Mutti an. Boah, ja. Ja, die hat sich der kleine Ruder auch schmecken lassen.
Oh, ist ein etwas längerer Drill an dem feinen Gerät. Sind wir eingewickelt. Uah, jo, safe. Ja, da ist der Nachteil beim Nachtangeln, ne? Alles denkt, passiert nichts mehr. Dann haben wir doch noch einen Fisch drauf. Naja, vielleicht ist ja nicht der letzte. Jetzt ist der dicke Barsch, jetzt der Hecht. Aber der Zander fehlt noch. Vielleicht kriegen wir Tribbel ja noch voll. So, jetzt müssen wir erstmal den Fisch verarzten hier. Ganz schnell. Wir melden uns später beim Vermessen. Ja. So Leute, guckt euch diese fette Kuh an. Ja, passt ganz gut. Gerade dunkel und zack. Und weil ich vorhin sagte, kleine Fischchen. Da gehen auch die großen Hechte drauf, die schwangere Muttis. Und der ist schwanger, das kann man wohl sehen. Ja, ihr seht das lustige Maßband hier. Ich mache nebenbei noch mit bei Nordrhein-Westfalens bester Angler. Schaut euch mal im Internet die Seite an. Auch unter dem gleichen Namen zu finden. Könnt ihr euch alle anmelden, dann können wir uns alle gegeneinander messen. Also haut rein und wir fangen jetzt noch mal ein paar dicke Hechte. Da geht die Laichmutti wieder hin. Nicht ohne Grund. Weil da, so erhalten wir unseren Bestand. Und so ein 60er, 70er tut sich auch gut in der Pfanne. Aber das ist ein Fisch, den muss man schwimmen lassen. Der bringt viele Nachkommen. Ja, warum? Weil es so eine Laichmutti ist, geben wir natürlich Vollgas, dass wir den Fisch schnell fotografieren, Matte abhaken und wieder rein. Weil ich sage, wollen den Fisch hier auch schonen. Und sehen, dass es viele fröhliche kleine Hechte gibt letztes Jahr, die hier rumräubern. So, alles klar, wir müssen die Angel wieder reinbringen. Ciao, ciao. So, jetzt ist die Rute mal wieder noch reingelegt. Gleiche Stelle. Nicht weit weg von der Kante. Hier scheinen wir doch im Dunkeln nah am Ufer zu kommen. Trotzdem, dass es arschkalt ist. Richtig, ist mir auch schon passiert. Kontrollieren, dass der Bissanzeiger drin ist. Oh, zu knapp. So. Ist die Waffe wieder scharf. Auf geht's, nächste Runde. So, ihr seht's, wir haben uns muckelig gemacht hier. Heizung brennt. Hier sind schön warm drin. Ich denke mal so 17, 18 Grad haben wir. Draußen ist Frost. Ja, nach den dicken Hechten ist nicht mehr viel passiert. Ja doch, ich habe nasse Füße, weil beim Hechtreleasen ist schon mal eine Kante vorbei. Bin ich hinterhergelaufen, habe auch vergessen, dass ich den Wattstiefel nicht anhatte. Naja, also hatte ich bis gerade noch Socken getrocknet. Dementsprechend riechtet auch hier ein Zelt. Naja, hilft nichts, wa? Bisschen Pech muss auch dabei sein. Ja, und sonst, letzte Zeit, nämlich 007, 0 Bisse, 0 Fische, 7 Stunden schon wieder rum. Aber egal, jetzt schlafen wir erstmal ein paar Stündchen und morgen früh melden wir uns wieder, hoffentlich mit einem dicken Zander. Also schlaf gut, wir sehen uns später. Gute Nacht! Ja, heute Nacht, wir sind aufgeklärt, wurde dann nochmal richtig kalt. Ich glaube minus 2, 3 Grad hatten wir. Ja, wie gesagt, sonst war es noch sehr ruhig nach dem Hecht gestern Abend. Könnte fast sagen, gut geschlafen, bis auf die 1000 niederrheinischen Gänse hier oder 10.000 hier den Teich als Lande- und Flugbahn nehmen. Die halten dann doch ein bisschen wach. Ja, sonst ist eigentlich nichts gewesen, ne? Recht ruhige Nacht. Mal sehen, was jetzt noch kommt am Morgen. Die Sonne steht hier drauf. Kann sehr gut sein, dass das Wasser vorne noch ein bisschen wärmer wird. Und ich hole gleich nochmal eine Route weiter vorne ran. Und hoffen wir, dass da noch ein Biss kommt oder zwei. Zander hake ich schon fast wieder ab, aber vielleicht ja noch ein Hecht oder ein Barsch. Schauen wir mal. Ah, das hat gerade gepiepst. Ja. Da geht er hin. Noch nicht so lange warten, die haben kleine Köderfische drauf. Hängt. Die kurze Route wieder. Direkt unter die Füße. Schöner Barsch. Hey, wir sehen die immer hier unter der Kante langziehen. Hier sind viele Grundeln in dem See. Dann suchen sich hier die Grundeln weg. Ah, schön. Boah, Männer, guckt euch die Kirsche an. Gebissen wie ein großer. Ist zwar wieder kein Zander, aber hat wenigstens Stacheln. So, den messen wir mal eben.
Und wiegen den? Ja, wiegen nicht, aber messen. Ist ein schöner Burschi. Denk mal, so 45 wird er haben. Schöner Barsch. So, ihr seht hier, genau 45 cm, wie ich gerade schon geschätzt habe. Ja, schöner Barsch, ne? Alter, abgerockter Ritter. Hat dir ganz schön Chaos verursacht. Müssen wir gleich mal alles wieder zusammenbauen. So, ich setze jetzt schnell zurück und weiter geht's. Bis zum Mittag haben wir ja noch. Da. Ja, er ist auch hochschwanger. Den lassen wir auch wieder paddeln. Ja, habt ihr schon gesehen, wir haben einen richtig schönen fetten Barsch gefangen. Der kam auf der Deadbait Zander. Da macht natürlich auch viel mehr Spaß als auf der Deadbait Hecht, weil die ist noch ein bisschen leichter. Eigentlich wunderschöner Stock, habe ich auch schon richtig gute Hechte mitgefangen. Also der kann auch ordentlich was ab. Die gute Diabolo-Serie, sagt mittlerweile einer meiner liebsten Stöcke. Aber habt ihr bestimmt schon mitgekriegt, ne? Ich fische fast nichts anderes mehr. Ja, sonst, ihr seht, wir haben vom Wetter, glaube ich, alles dabei. Jetzt scheint wieder die Sonne, vorhin hat es wieder geschneit. Hagel, heute Nacht hatten wir auch, glaube ich, von alles. Ja, soll man sagen, wir kämpfen natürlich weiter, dass ihr noch ein bisschen was auf dem Film kriegt. Aber ihr denkt ja auch immer so, ach, guck mal, die Jungs hier, ihr seht dann 20 Minuten Film und die fangen mal eben hier Hechte, Barsche, Zander, keine Ahnung. Ne, Zander fangen wir gerade nicht, aber da steckt schon was dahinter. Wir sind jetzt fast 24 Stunden hier und haben jetzt, ja, zwei Barsche, ein Hecht. Und natürlich keine schlechten Fische, aber ist natürlich schon Angel der Entbehrlichkeit, ne? Die Zeit, die wir rumsitzen und nichts tun, ist doch ganz schön lange. Auch mal sehen, zwei, drei Stündchen noch, da packen wir ein. Und wenn noch was passiert, hört er gleich auf jeden Fall von uns. Also, drückt uns die Daumen. Wir haben Biss. Da, wieder hin. Ja, steht. Hat schon viel mal Freilauf gezogen. Aber der ist da dran. Es läuft da. Ja. Irgendwie ein nasser Sack. Ja, ist kalt, ne? 4 Grad kaltes Wasser. Die Jungs sind nicht sehr motiviert. Ja, Deadbait Hecht. Meine Multifunktionswaffe, genauso wie die Zander. Obwohl die beides können, ne? Rückgrat genug hat sie. Ja, die Diabolo-Serie. Immer Preis-Leistung. Eine der besten Routen vom Balzer, die ich mit in der Hand hatte. Leicht im Portemonnaie. Nicht schwer in der Hand. Und fängt rein nach schöne Fische. Oh, ja, ist kein Monster. Ja, schöner Hecht. Ich denke mal zwischen 70 und 80 hat er. Aber scheint ein Männchen zu sein gegenüber den dicken Mopeds, die wir sonst hier haben. Ja. Ja, Zander ist es wieder nicht. Wieder nur ein Hecht. Aber es ist halt die Jahreszeit. Wir haben klaren Baggersee hier. Wir haben Vollmond. Wir haben wechselhaftes Wetter, wie ihr seht. Von Sonne, Hagel bis Sturm. Alles ist dabei. Ja, aber wir fangen Räuber. Und jetzt gerade im kalten Wasser. Wie gesagt, die Hechte mutieren auch zu Sammlern. Dann nimmt doch gerade ein kleines Fischchen, was am Boden liegt, ganz gerne mit. Naja, aber jetzt kann man schnell wieder rein mit den Jungen. Sonst haben wir gleich toten Hecht. Da wollen wir nicht. Ja, da geht er wieder hin. Der Buschi. So, fertig für heute. Alles Zeug ist im Auto. So, und ja, es war zwar nicht Bombe, aber es war schön. So, 24 Stunden, endlich mal wieder draußen geschlafen. Erste Mal dieses Jahr. Auch mal ganz nett. Wetter hätte ein bisschen besser sein können. Naja, ein paar schöne Fische sind es noch geworden, wie ihr gesehen habt. Und ja, sag mal gut. Dicke Barsche fängt man nicht jeden Tag. Der eine Hecht war auch ein Ausnahmefisch, der andere war ein Durchschnittshecht. Also denke ich mal, alles gut gelaufen.
Ja, zwischendurch war Leo noch ein bisschen weg mit dem Kajak. Das habe ich auch noch mitgenommen, weil sonst 24 Stunden die nur rumsitzen. Habt ihr bestimmt zwischendurch gesehen, wo kommt das schöne Kajak her. Ja, da haben wir zum Zeitvertreib, mal ein bisschen hier, ein bisschen da mal fischen, damit wir uns die Zeit vertreiben können. Ja, aber soll man sagen, war eigentlich alles tutti. Und ach, ich freue mich schon auf das nächste Mal fischen. Und ich hoffe mal, ihr kriegt ein paar Infos mit, die ihr verwerten könnt am Wasser. So, und wir machen uns jetzt den nächsten Plan, was das nächste in Angriff nehmen. Alles klar. Viel Spaß noch beim Filmen oder viel Spaß gehabt zu haben beim Filmen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.